Lass ihn pennen. Ah ja. Also viel aushalten tun die Skelette ja nicht. Nee, das stimmt. Das ist halt nur blöd, dass die immer wieder kommen, ne? Ja, es sei denn, du tötest sie mit Divine oder mit okkulten Waffen. Ich glaube, okkult funktioniert auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Achso, die müssen... Divine? Oder du tötest die Typen, die sie beschwören. Ja gut, klar. Ja, das Astora-Schwert müsste Divine sein. Okay, die ersten beiden sind bei mir jetzt nicht mehr aufgestanden. Aber du wirst auf jeden Fall irgendwann so einen Eingang finden, wo es dann unten reingeht. Und theoretisch müssten wir uns da unten drin wieder beschwören können. Oder unten sind ziemlich viele Mauern irgendwie. Alter, was sind die so aus? Aber viel aushalten tun sie nicht. Ich mach die fast One-Hit. Aber die machen Blutungsschaden, Alter. Ja. Ja, das ist das Problem an denen. Die hauen aber auch nicht so viel von deiner Ausdauer weg, wenn die aufs Schwert draufholzen. Ich warte gerade mal, bis der Blutungsbalken komplett weg ist. Hier findet man übrigens den Zweihänder. Ja, man kann den sich direkt am Anfang des Spiels schon holen. Oh, da ist ein etwas größerer Kollege. Warte mal. Ja, Tatsache, also mit meiner okkulten Keule stehen die nicht mehr auf. Ja, bei mir stehen die gerade auch nicht wieder auf. Da ist der Zweihänder. Ja, also man kann sich eigentlich die stärkste Stärkewaffe des Spiels, oder fast eine der besten Waffen direkt am Anfang holen. Und das ist auch das Fernglas. Hm. Oh, das Binocular. So, wenn man jetzt hier an der Seite der Treppe weitergeht, geht's weiter. Treppe runter. Und man kommt in einen unterirdischen Bereich. Der sehr dunkel ist. Oh ja, das sieht nach einem etwas größeren Kollegen aus. Ja, das stimmt. Und ich guck mal, ab wo ich mein Zeichen quasi legen kann. Aber wahrscheinlich musst du erstmal deins nehmen. Explodierende Dinger. Hier kann ich das Zeichen noch nicht legen, anscheinend. Pass auf, wenn du so komische leuchtende Schädel siehst, die so auf dich zugeflogen kommen. Die explodieren. Okay. Und das Skelett hier, das ist jetzt wieder aufgestanden. Ich kann dir mein Zeichen nicht legen, das ist doof. Kann ich sie legen? Ja, kann ich's legen. Oder liegt das. Ja. Fernglas. Okay, nach so einer weiteren Treppe unten irgendwo. So ein Absatz. Das Problem ist, die Skelette hier stehen immer wieder auf. Ja, ich hab hier eine Kultwaffe. Entweder geht's mit der oder eben mit dem Astoras Schwert, je nachdem, was von den beiden jetzt eben. Also ich kann hier nicht ewig bleiben, das wird nix. Mal runter. Bist du denn jetzt menschlich eigentlich? Ich bin es. Du bist es? Ist aber schön. Ja, das heißt, du müsstest bald mal hier irgendwo dein Zeichen legen, weil sonst hab ich hier ein Problem auf Dauer. Holy Mother of God! Fliegende Skelettköpfe, die explodieren! Weil bei mir stehen die Typen nämlich immer wieder auf! Huch! Zumindest hier unten. Das ist doch gutes Training. Das ist dezent beschissen. Hier ist ein Leuchtfeuer. Ja, gut. Meiner ist auch wieder aufgestanden. Welches ich gerade nicht... Ach da, das ist der Totenbeschwörer hier anscheinend. Hoffe ich zumindest. Okay, also ich kann mein Zeichen legen. Ja, warte mal. Ich habe jetzt eine ganze Armee dran. Ja, ganz ruhig. Wo ist denn dieser Totenbeschwörer? Ich sterbe... Ja, bitte nicht. Heilen. Okay, ich konnte mich heilen. Hallo? Hier geht's es tiefer. Ich bin einfach weitergegangen, bis ich irgendwie ein Leuchtfeuer gerade gefunden habe. Boah! Okay, jetzt sterben die auch für immer. Oh, super. Ich kann das Leuchtfeuer entzünden. Boah, leck mich doch am Poppes. Es wäre ganz cool, wenn du dieses Leuchtfeuer auch finden würdest. Ja, ich hab's schon, aber ich kann gerade noch nicht dran. Alles klar. So. Weil Gegner und so in der Nähe, ne? Die Beschwörer, die bleiben auch tot. Okay. Achso,
Die kannst du ja auch direkt entfachen. Ja, das werde ich wahrscheinlich auch tun. Ja, jetzt kann ich mich dran setzen, sehr gut. Alter, ich habe 9 Menschlichkeit. Sehr gut. So, ich habe mir jetzt auch die Karte mal ganz dreist wieder aufgemacht, weil hier kenne ich mich absolut nicht aus. Okay. So, also ich würde dann auch mein Zeichen am Bonfire legen oder du deins, wie du möchtest, weil menschlich bin ich so oder so. Okay, dann ich lege erstmal meins und guck mal, wo ich dich langführen kann. Hier ist auch so ein Hebel, den man drücken kann, aber irgendwie will ich den nicht drücken. Noch nicht, ja. So, jetzt muss ich nämlich dann auch erstmal gucken, wo sind wir eigentlich. Ah! Achso, oben geht's dann weiter. Okay. Hä? Wir gehen hier jetzt erstmal übrigens nur rein, um das, Ritus des Entfachens zu bekommen. Beschwörst du mich dann auch mal? Wenn du mir sagst, wo du dein Zeichen hingelegt hast, weil direkt am Feuer. Direkt am Feuer? Also ich hab hier keins. Ja, ich bin menschlich. Check ich gerade mal, ob wir noch verbunden sind. Ja, sind wir. Wir sind in derselben Area. Alles ist gut. Ich kann da auch sehen, ob du menschlich bist. Also rein theoretisch müsstest du es sehen können. Der nächste Boss, den wir töten werden, ist übrigens der einfachste des Spiels, also zu gehandhabt jedenfalls. Das hast du schon mal gesagt. Das war zum Klaffdrachen. Nee, das ist einer der einfachsten, sagte ich. Das ist ein kleiner Unterschied. Du siehst es immer noch nicht. Ich bin mal ganz kurz weg und laufe jetzt gerade wieder zurück. Ich werde beschworen. Ja, nicht von mir. Aha, das nennt man Cricket, mein Freund. Er hat so leeres Schild und Helm. Okay, Moment, ich gehe mich mal kurz umringen. Voll ihm die halbe Map. Spaß. So. Was zur Hölle? Ging mit diesem Skelett ab. Die haben mich getötet, bevor der Blutungsbalken voll war. Das nächste, also das Gebiet, was auf dieses Gebiet hier folgen würde, wo wir auch theoretisch schon lang können, ich das aber eigentlich erst später machen möchte. Ist das dunkelste des Spiels. Also siehst du wirklich fast nix. So, ich habe mein Zeichen neu gelegt. Okay. Wieder an Le Bonfire, ne? Gut. Diese Maden, die hier überall lang kriechen. Ach, Tatsache, ja. Also ich sehe hier nichts. Teleportiere ich nochmal weg und wieder. Oder kann man sich da überhaupt hin teleportieren? Das weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Man kann sich ja nicht zu allen Feuern porten. Und setz dich nochmal ran. Hab ich schon. Das ist doch jetzt doof, ey. Nö, hier liegt nix.
Hier ist nix. Immer noch nix. Soll ich das Spiel einmal ausmachen? Du kannst es auch einfach mal woanders legen. Ich hab's doch schon neu gelegt. Dann leg ich mal meins. Wird eigentlich mein. Ja, ich sehe dich. Oh Mann, ey. Servus. Bist du nicht voll geheilt? Weil ich eben gerade gekämpft habe und ein bisschen geübt habe mit Parieren. Okay. Hör doch mal los. Achso, ich betätige den Hebel. Lass mich raten, jetzt ist oben die Tür offen. Ja, vermutlich. Ja. Könntest du vielleicht dann auch die Skelette tot machen? Wenn du schon hier bist. Okay, sehr strange. Sehr, sehr strange, dass ich den gerade nicht parieren konnte. Da ist ein Necromancer. Das sieht ja kriegst cool du den aus. Von hier? Achtung, der schießt. Ich krieg ihn anvisiert, ja. Ja, mach mal rein. Und tschüss. Okay, unsichtbare Wand, auch nett. Unsichtbare Wand? Ja, die Pfeile sind irgendwo mitten in der Luft hängen geblieben. Ist dieser Wasserfall ist cool. Ja, sag ich doch. Aber auf mich hört ja keiner. Sorry. Hä? Oben links, Archer. Hm? Was für ein oben links, bitte? Da, wo du reingekommen bist. Also die Richtung oben. Aha. Ach, da, ich sehe ihn. Boah. Hier steht einer auf. Hä, wo bist du? Killing some folks. Heil dich mal. Hier vorne ist ein Dude, der kommt an. Was macht der da? What the fuck? Oh, hier sind zwei Dudes. Was war das denn für ein Angriff? Ein Angriff, bei dem er selber auseinanderfällt. Ja, ja. Ah, da ist Le Archer. LOL, schießt. Ich stehe einen Meter vor dem und du schießt trotzdem Achtung, vorbei. Fliegende Skelettköpfe. Ja, ich bin nicht so schnell, ich kunde das hier alles nach und nach. Wo bist du denn lang? Ach, da. Ich wollte erstmal hier vorne lang. Da ja, war nämlich auch noch ein Weg. Das hört sich nach einer guten Idee an. Hey, mal. Oh. So. Achso, hier ist nichts. Ich dachte, hier geht's weiter. Achso, ist nichts. Okay. Nicht mal ein Item, gar nichts. Soll vorkommen. Also solange wir nur einen Weg zum Laufen haben, ist es eigentlich alles so, Achtung, ganz okay. Oder hinten auf der anderen Achtung, Seite. Da kommt. Au.
Hallo. Hey Jungs. Komm, hey Jungs. Abgeschossen von hier. Jawohl, voll Sicht. Der Command ist down. Wir müssen hier mal ein bisschen auf die Fallen achten. Okay. Ich weiß aber keine Ahnung, wie die sich gerade aktiviert hat, gell? Warte, bleib mal stehen. Er ist verschwunden. Wie aktiviert sich denn diese Falle? Ach, wenn man nah genug... Ah, oh. Okay, jetzt weiß ich erst, was du meinst. Ja, nicht, wenn du außen, guck mal, passiert nichts, aber ja, erst, okay. Wenn du nah genug dran bist, passiert einfach was. Einfach dran vorbeirollen. Ja. Das ist fies. Oh, bitte den Hebel noch nicht. Okay. Oh. Sorry. Ich hab keine Ahnung, was der macht, deswegen. Achso, er hat die Brücke umgedreht. Vorne ist auch noch. Kann ich rein? Ich sehe ein Leuchtfeuer. Geil. Komm ich dahin? Aber ich glaube. Ah, so oh, ist es. Oh, ich habe eine super Idee. Pass mal auf. Ich habe den Hebel gerade. Ich weiß, wie man da hinkommt, und zwar über die untere Brücke. Nein, du hast mir mal wieder nicht zugehört. Man kann da aber runterspringen irgendwie. Pass mal auf. Tuxilisatz. Okay. Pass mal auf. Ich habe den Hebel wieder rausgezogen und du siehst, die Brücke ist wieder wie vorher. Ich kann mir denken, was du vorhast. Triggerst du die oder trigger ich die? Du triggerst. Ah, verdammt. Schade. Ich hab's einfach nur gehört, gell, diese. Was denn? Ist nicht gesehen? Nein. Emote. Ich hab so, kommt doch. Ich achte nur auf die Brücke, dass die drüber laufen und dass du rechtzeitig von der Brücke wieder drunter bist. Das hoffe ich. Dreh um! Nein, hat's rüber geschafft. Ah, das ist natürlich doof. Jo, zögerst du so lange? Ja, der war so schnell, ich war da voll überfordert. Vor allem dachte ich, um ehrlich zu sein, wirklich, du rennst über die Brücke und rennst dann wieder zurück. Wenn man hier runterspringt, irgendwo kommt man zu dem anderen Leuchtfeuer. Egal, wir gehen erstmal hier lang. Wie wär's denn mit hier? Hier rechts runter. Ja, nee, aber ich will erstmal hier. Ja, Gäge. Gäge? Gäge. Okay, einmal nix. Sind hier irgendwo Illusionary Walls? Nee, keine einzige. Laut Legende zumindest. Ist eine Legende. Nicht runterfallen. Ja, du, runterfallen wäre ein bisschen. Lebt noch. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er auf einmal zerfallen. Steht wieder auf. Okay. Jetzt irgendwo ein Schwörer. Seele direkt an dieser Falle. Das ist ja. Ah! John, oh, holy shit. Nein! Er hat mich pariert! Was? Wo bin ich? Fuck. Tobi, ich brauche jetzt langsam mal Hilfe. Ich bin irgendwo, keine Ahnung, nicht mehr erreichbar für dich. Oh Mann! Mit dem Schwörer! Mich hat ein Skelett pariert. Ja, das ist mir auch schon passiert. Kann ich da runterfallen, ohne zu sterben? Bist du runtergefallen, scheiße. Holy. Wo zur Hölle bin ich? Ich hab den Beschwörer gefunden. Ah. Hä? Och, warum bist du jetzt da? Ja, weil ich in den Brunnen gefallen bin. Spiel, der ist freundlich. Gone with you. Hä? You spoil my focus. Hä? Was zur Hölle? Das ist ein Schmied.
Aber schön, dass du diese Cutscene direkt mitten im Kampf auslösen musst. Ja, ich bin da runtergefallen, weil ich dachte, ich komme da weg. Wieso? Also bist du absichtlich runtergefallen? Nein, das war unbeabsichtigt. Ich fand das total lustig, dass das eine Skelett, was mir entgegenstand, da runtergesprungen ist. In diesen einen tiefen Brunnen. Ich fand, ja, und, ja. Warte, das war jetzt echt blöd. Ich hab echt deine Hilfe gebraucht da. Ja, ich bin halt leider runtergefallen. Es tut mir leid. Ich lege jetzt mein Zeichen, weil jetzt bin ich nicht mehr menschlich. Mann, ey.